Bären gegen Bullen 2:0. Das ist die kurze Zusammenfassung des heutigen Tages und vielleicht auch der nächsten Tage an der Wall Street und den Aktienmärkten insgesamt. Denn zwei entscheidende Fragen standen heute auf der Agenda. Erinnern wir uns, diese Rallye, die wir gesehen hatten, basierte auf zwei Prämissen. Erstens, die Fed wird im September vielleicht pausieren. Das hatte Fed-Mitglied Bostic ins Spiel gebracht. Das fanden die Märkte schick. Oh, guckst du, sie werden vielleicht zweimal jeweils 0,5% die Zinsen anheben, noch im Juni und Juli. Aber dann ist erstmal finito, ist doch super. Das, wie gesagt, gedeckt durch Aussagen von Bostic. Erster Punkt. Zweiter Punkt, die Inflation hat ihr Peak erreicht, ihren Hochpunkt erreicht. Und wenn das Wachstum sich abschwächt, dann wird auch die Inflation runterkommen. Also muss die Fed dann die Zinsen gar nicht weiter anheben. Das war das Narrativ der Bullen. Aber diese beiden Narrative sind den Bullen heute ziemlich unsanft aus der Hand geschlagen worden. Und warum das so ist, will ich in diesem Video zeigen. Kommen wir zunächst mal zu diesem Fed-Inflation-Zinsen. Thema, vor allem zu dem Zinsthema. Mohamed El-Erian hat darauf hingewiesen, ja, heute kommen ja einige Fed-Speaker wie Jim Bullard oder auch eben John Williams von der New York Fed, aber die Dinge haben sich vorher schon geklärt, denn es gab ja diese Kontroverse, Bostic, der gesagt hatte, September Zinsanhebung mal pausieren, und Wallet, der gesagt hat, nichts pausieren, wir werden die Zinsen so lange anheben, bis die Inflation in Richtung 2% gelaufen ist. Und diese Kontroverse, die ist heute mehr oder weniger klar entschieden worden, nämlich zugunsten von Waller, denn wir haben gesehen, dass Bostic heute einen Rücksetzer gemacht hat, einen Rückzieher genauer gesagt gemacht hat. Er hat nämlich gesagt, ja, also es war jetzt nicht so gemeint, dass sozusagen hier die Fed das Ganze nicht ernst meint, dass hier wieder ein Fed-Put, also eine Art Sicherheitsnetz unter die Märkte gespannt sein würde. Also der wurde zurückgepfiffen, der gute Mann. Das heißt, dass die Machtverhältnisse, die Mehrheitsverhältnisse innerhawb der Fed ganz klar auf der hawkischen Seite sind, ganz klar bei denjenigen sind, die die Zinsen weiter anheben wollen, bis die Inflation dann wirklich nach unten kommt. Dementsprechend könnte man sagen, Waller hat sich in dieser ganzen Kontroverse durchgesetzt, und die Hoffnung der Märkte war eben, der Bullen zumindest, dass eben Bostic sich durchsetzen würde, war nicht der Fall. Und dann haben andere gewissermaßen nochmal nachgetreten. Ein nicht mehr aktives Fed-Mitglied, gleichwohl auch medial sehr einflussreich, Dudley, ehemaliger Chef der New York Fed, der nochmal klar gemacht hat, ja, also wenn die Märkte jetzt steigen, wenn das Ganze wieder in so einer Rallye kulminiert, dann würde das die Financial Conditions wieder etwas entstraffen, und dann müssten wir die Zinsen dann doch weiter anheben, nämlich über die neutrale Rate hinaus. Wir müssten also die Daumenschrauben dann weiter andrehen. Julian Bridgen bemerkt ganz richtig hier, es geht um diese Financial Conditions, und je stärker dann eben die Märkte steigen, umso laxer werden diese Financial Conditions und umso mehr muss die Fed dann wieder tun, um die daraus resultierende Steigerung der Nachfrage wieder einzubremsen. Denn wenn die Aktienmärkte steigen, werden die Leute reicher auf dem Papier, fühlen sich besser, wollen mehr konsumieren, und die Fed will ja dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage irgendwie in Einklang bringen. Hier hat der Bostic dann, Dudley, nochmal klar gemacht, also die Märkte gehen davon aus, dass die Fed bei 3% Zinsen Schluss machen wird, aber dem sei nicht so. So hat es hier Dudley ganz, ganz klar formuliert. Die muss wahrscheinlich über diese Rate von 3% gehen, damit man diese Inflation wirklich in den Griff kriegt. Und jetzt noch aktive Fed-Mitglieder wie Daly, das San Francisco Fed, Chefin, die eigentlich als dovish gilt, also als eigentlich jemand gilt, der die Zinsen jetzt nicht unbedingt so stark anheben möchte, die hat gesagt, wir wissen, dass wir am Jahresende bei 2,5% sein wollen. Jetzt überlegen wir uns mal, wir sind derzeit bei 0,75 bis 1% Leitzins in den USA, Juni und Juli jeweils 0,5, dann wären wir bei 1,75 bis 2%, würde bedeuten, dass dann nochmal zwei Zinsanhebungen oder drei Zinsanhebungen an 0,25% kommen würden. Also nichts mit Fertig-Zinsanhebungen, sondern das würde dann noch weitergehen.
Und sie sagt auch ganz klar, wenn die Supply doesn't recover, also wenn das Angebot nicht irgendwie besser wird, und viele haben ja die Hoffnung, dass jetzt mit dem Ende oder absehbaren Ende des Lockdowns in China das Ganze besser wird, aber das wird dauern, bis die chinesische Wirtschaft irgendwie wieder in Gang kommt, bis die Lieferketten wieder funktionieren, bis sich Staus in den Häfen auflösen, wird Wochen dauern, bis also China wieder einigermaßen liefern kann. Das wird sich Monate verzögern wahrscheinlich mit all den Prozessen, die letztendlich dahinter stehen. Und dann hat sie eben auch gesagt, dass wenn dieses Angebot nicht schnell besser wird, müssen wir eben die Nachfrage nach unten kriegen. Also direkter kann man es ja nicht wirklich bekommen. Also steht die Fed jetzt vor der Frage wieder. Ich hatte schon öfter erwähnt, sorry, wenn es Ihnen zu den Ohren rauskommt, aber es gibt viele, die wollen das irgendwie nicht hören oder wollen es nicht glauben, aber es ist eben der Fall, und das sind dann teure Fehler, die Sie an den Märkten begehen, nämlich die Fed hat zwei Möglichkeiten, Pest oder Cholera. Entweder, wie Sven Hendrik hier zeigt, wird man die Zinsen so stark anheben, dass eine Rezession entsteht, oder man lässt die Inflation laufen, dann entsteht auch eine Rezession. Die Fed entscheidet sich für Cholera, indem sie sagt, nein, wenn wir schon eine Rezession bekommen, dann müssen wir wenigstens dabei einen Sieg erringen, indem wir die Inflation nach unten bekommen, denn sonst kommt sowieso die Inflation. Und selbst Wells Fargo, der Chef derselben US-Bank, hat gesagt, es wird also für die Fed extrem schwierig, hier ein Soft Landing der Wirtschaft hinzubekommen, denn die Fed zielt auf die Inflation mit Jumbo Interest Rate Hikes, also mit riesigen Zinsanhebungsschritten. Das wird sie eine Zeit lang noch tun. Wahrscheinlich wird sie vor den Zwischenwahlen dann, die Anfang November sind, ein bisschen einknicken und sagen, ja okay, jetzt machen wir mal eine Pause, aber bis dahin wird es eben sehr schwierig für die Märkte. So meine These. Jetzt hat ja heute auch die Bilanzreduzierung begonnen oder das Ganze beginnt. Wir haben jetzt ja monatlich 95 Milliarden Dollar, die da rausgezogen werden sollen. Und viele haben ja wieder ausgerufen, das ist der Boden, das ist der Boden. Vielleicht ist er das, aber wir müssen vielleicht nochmal in Richtung Boden laufen, bevor wir dann einen wirklich tragfähigen Boden bilden können, so wie JP Morgan Andrew Tyler das formuliert. Und ja, die Amerikaner haben natürlich noch mehr auf die Kacke gehauen als etwa wir Europäer, was die Geldmenge betrifft. Schauen Sie mal, Geldmenge M2. Seit 2020 in den USA 40% gestiegen, in Deutschland, in der Eurozone nicht mal die Hälfte, knapp 20%. Also die haben jede Menge wieder Liquidität einzusammeln. Die haben es ja den Amerikanern richtig praktisch reingeschoben über Gratis-Schecks etc. etc. Und dass das Ganze dann natürlich ein bisschen ausufert, sehen wir an mehreren Fronten. Das war also der eine Komplex. Die Fed hat klar gemacht, nein, Waller hat die Mehrheitsmeinung vertreten, nix Pause mit Zinsanhebungen, nicht Bostic. Bostic hat praktisch heute zurückgerudert und hat gesagt, habe ich nicht so gemeint, Sieg der Hawks innerhalb der Fed. Dann die zweite These, die zweite Hoffnungsthese der Bullen war, ja, die Inflation, die hat jetzt ihren Hochpunkt erreicht. Aber dann haben wir heute den ISM-Index gesehen und da sahen wir, dass eben das Preisniveau extrem hoch bleibt, obwohl sich viele Kategorien abschwächen innerhalb des ISM, etwa Beschäftigung. Dazu kam dann noch der JOLTS Report mit 11,5 Millionen offenen Stellen. Der Vormonat wurde mal nach oben revidiert, und vor allem die Jobquits, also diejenigen, die ihren Job verlassen, um woanders einen besser bezahlten, höher bezahlten Job zu finden, die ist deutlich nach oben geschossen. Das heißt, das ist so heiß, da ist diese Lohnpreisspirale praktisch mit den Händen zu greifen. Und das hat dazu geführt, dass die Renditen der US-Staatsanleihen gestiegen sind. Wir sind jetzt schon wieder knapp unter 3%. Das hat diese Stagflationssorgen insgesamt nochmal stark befeuert. Also Wachstum wird schon weniger, das kühlt sich ab. Aber die Inflation, die kommt nicht wirklich runter, die bleibt schlichtweg oben. Stagflation Threat Soars. Weil eben die Kosten weiter hoch sind oder sogar weiter steigen für die Unternehmen. Die Inflation is sticky and degrowth is not slowing it. Also das sich verlangsamende Wachstum sorgt nicht dafür, dass die Inflation weiter nach unten kommt. Wir sehen hier, wie deutlich manche Kategorien runtergekommen sind, nur die Preiskategorie
die bleibt oben. Und so hat auch JP Morgans Jamie Dimon heute davor gewarnt. Es ist ein Hurricane. Da kommt ein Hurricane auf uns zu. Man sollte sich besser darauf vorbereiten. Wir wissen nun nicht genau, ob es ein normaler Hurricane ist oder ein Supersturm, wie einst Sandy es gewesen ist. Also wir haben Warnungen von Finanzchefs, vorhin ja Wells Fargo, jetzt JP Morgans Jamie Dimon, der wohl einflussreichste Banker in den USA. Und so könnte man eben das, was da auf uns zurollt, jetzt mit verschiedenen Begrifflichkeiten definieren. Ich hatte mal ja eine Umfrage gemacht oder gebeten, geben Sie mal Ideen, was Sie da für Worte haben, weil der Begriff Stagflation eigentlich falsch ist. Nämlich dann, wenn die Wirtschaft sogar schrumpft, aber die Inflation da ist oder hoch bleibt. Downflation, Inflation, Rezflation, Fallflation, Schrumpfflation, Rezessionsflation, Crunchflation, Depressflation, Rezessflation. All das sind mögliche Wortschöpfungen, die man hier gebrauchen könnte. All das hat sich charttechnisch angedeutet. Es gibt ja viele, gerade die vom alten Schrot, die sagen, ach, Charttechnik, das ist alles Quatsch, aber es ist der Charttechnik nicht gleich Charttechnik, sondern wenn man verschiedene Parameter ranzieht, verschiedene Indikatoren ranzieht, nicht nur Unterstützung, Widerstände, sondern Divergenzen etwa im RSI, in der Stochastik, da hat sich beim Nasdaq heute schon im Vorfeld, heute Morgen hatte ich diese Grafik schon gebracht, eine negative Divergenz sowohl eben im RSI als auch in der Stochastik gezeigt. Dann sind die Märkte erstmal freundlich rausgeschossen, dann kamen eben die Daten, kamen die Aussagen der Fed, also Charttechnik, wenn man sie richtig betreibt, kündigt manchmal Dinge an, wie sie dann in der Realität passieren, weil sie charttechnisch sozusagen sich praktisch sehr wahrscheinlich machen lassen. Das ist das Interessante an dieser Geschichte. Und das Problem, das jetzt viele haben mit dieser ganzen schwierigen Marktsituation, ist, dass die Retail-Investoren, also die Privatinvestoren, deren Portfolios sehen deutlich schlechter aus als etwa die Indizes in den USA. Der S&P 500 hatte ja mal so 15, 16, 17% verloren. Die US-Privatanleger, wie eine Studie hier oder Daten von WanderTrack zeigen, die sind gut 30% unter Wasser. Die Privatinvestoren haben also mehr verloren, als die Aktienindizes verloren haben. Und das bedeutet, dass die Leute ja jetzt mit gestiegenen Kosten konfrontiert sind. Inflation im Supermarkt, aber die Mieten steigen weiter. Wir haben jetzt ein neues Rekordhoch erreicht. Im Mai sind die Mieten weiter gestiegen, 15% zum Vorjahresmonat gestiegen. Wir haben heute wieder einen neuen Rekord an den Tankstellen, was die Preise betrifft. Durchschnittlich in den USA jetzt 4,67 Dollares für die Gallone, also Kostendruck von allen Seiten. Auf der anderen Seite sind die Leute mit ihrem Portfolio zunehmend unter Wasser, werden immer bärischer, denken, scheiße, ich muss irgendwas machen, ich brauche auch mal langsam Geld und das mit den Aktienmärkten wird nichts mehr. Deswegen werden wir wahrscheinlich noch so einen Washout mal erleben, wo diese Leute dann diese Positionen auch abdrücken werden. Und naja, wir haben gesehen, was diese Geldpolitik anrichtet, nämlich jede Menge Dreck wird nach oben gespült mit Bewertungen für Firmen, die praktisch kein Geld verdienen oder wenig Geld verdienen, in absurden Milliardenbewertungen, etwa, ich hatte das Beispiel heute Morgen schon genannt, Rivian, das dann mehr wert ist als viele Autokonzerne zusammen, aber deren Autoverkäufe man an einer Hand abzählen kann, das kann nicht funktionieren. So sehen wir etwa im Russell 3000, wo also 3000 Werte versammelt sind, dass etwa 620, also gut ein Fünftel dieser Werte, die haben praktisch keine Gewinne und keinen richtigen Cashflow. Also ein Fünftel sind totale Zombie-Unternehmen. Und in einer Phase, wo die Liquidität alle Boote hebt, wird eben auch der Dreck nach oben gespült. Aber wenn dann die Liquidität weniger wird, dann sieht man eben den Dreck, wie er sozusagen sich entzaubert, dass eben diese ganzen Hoffnungen und Versprechen nicht sich realisieren lassen. Kommen wir mal nach Europa. Hier haben wir gesehen, dass die Inflation in der Eurozone ja 8,1% beträgt. Der Einlagezinssatz der EZB ist minus 0,5%. EZB natürlich jetzt auch massiv unter Druck, sodass etwa die Deutsche Bank sagt, ja, also die müssen wahrscheinlich im Juli schon die Zinsen um 0,5% anheben. Und wie stark die Inflation dann schon
in Richtung Rezession deutet, sehen wir heute etwa bei den deutschen Einzelhandelsumsätzen, die mit 5,4% minus so stark gefallen sind wie seit 1994 nicht mehr. Wenn wir mal diese ganze Corona-Sondersituation mit Lockdowns rausrechnen, verdammte Inflation, das kostet Wirtschaftswachstum, deswegen geht die Fed dagegen vor. Deswegen auch der massive Vorwurf an die EZB, warum tut ihr nichts, warum tut ihr so, als würde das Ganze schon irgendwie sich wieder derrappeln, wird es nicht tun. Mein Kollege Hannes Zipfel hat übrigens jetzt mal gezeigt, dass würde man die Daten zumindest nach europäischen Berechnungskategorien, nach europäischer Berechnungsmethode erfassen, dann wären wir jetzt schon fast bei 9% und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir nochmal zweistellig werden bei der Inflation, auch in Deutschland, auch in der Eurozone. Also diesen Artikel würde ich Ihnen ganz dringend mal empfehlen, dass Sie sehen, wie diese Dinge in der Realität funktionieren und wie weit eben die EZB von der Realität entfernt ist. Und dann abschließend noch zwei Empfehlungen. Energiewende. Deutschland begeht ökonomischen Selbstmord. Hochinteressantes Video. Kann man kontrovers darüber diskutieren, aber ich will es hier mal zur Diskussion stellen. Wenn Sie sich für diese Fragen interessieren, für die wir uns ja eigentlich alle interessieren müssen, weil es nicht nur um unseren Geldbeutel, sondern auch um unsere Versorgungssicherheit geht, will ich Ihnen das empfehlen. Und dazu noch Frank Thelen hat ja tatsächlich gigantische Gewinne den Anlegern versprochen. Der gute Thelen ist massiv unter Druck. Sein Fonds ist ziemlich dick unter Wasser, weil er eben in solche, naja, Dinge, die überhaupt keine Gewinne, Firmen, die überhaupt keine Gewinne praktisch erzielen, in solche Hoffnungswerte, denen unbedingt die Zukunft gehört. So ein bisschen ist ja Frank Thelen der kleine Bruder meiner zweitbesten Freundin Cathy Wood. Der gute Mann jetzt unter Druck und da auch ein sehr, sehr spannendes Video, wo Thelen sich dazu äußern muss, ob er sozusagen den Leuten da etwas versprochen hat, wo er selber vorher vielleicht sogar sein Geld rausgezogen hat. Interessante, sehr, sehr interessante drei Empfehlungen. Inflation in der, praktisch nach ordentlicher Berechnung höher als offiziell verkündet. Energiewende und eben diesen Artikel über oder das Video über Frank Thelen. Diese drei Dinge rate ich dringend Ihnen jetzt noch sich zu Gemüte zu führen oder zumindest sich da was auszusuchen. Und jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.